Es gibt kaum etwas männlich Dominierteres als den Vatikan. Ausgerechnet dort, mitten im Petersdom, haben auch vier Frauen ihre letzte Ruhe gefunden. Sie waren keine Nonnen und auch keine Papstkinder. Sie waren Königinnen. Ich finde es sehr ungewöhnlich, dass in einem Dom, in St. Petersdom, 148 Päpste ruhen. Und warum auch vier Frauen? Denn St. Peter ist den Päpsten als Grablege vorbehalten. Und da muss es ja irgendwas Besonderes gewesen sein, dass die vier Frauen da zur Ruhe gebettet wurden. Und das hat mich neugierig gemacht. Frauen in Rom, da denkt man nicht in erster Linie an den Vatikan, sondern vielleicht an die kapitolinische Wölfin oder an die Frauen, die bei Catull und Ovid besungen werden. Charlotte von Zypern, Mathilde von Tuscien, die schwedische Königin Christine und Maria Clementina Stuart von England. Diese vier Frauen hatten bei den Päpsten ein Steinenbrett. Das war mir gar nicht bekannt, denn die Christine von Schweden hat ja ziemlich gegen die Päpste gewettert zwischendurch. Und dennoch ist sie auf seine Freundlichkeit, Barmherzigkeit angewiesen. Also es sind die Päpste, die spannend sind in diesem Buch, weil die sich dieser Frauen angenommen haben. Hinter den vier Frauen verbergen sich Geschichten, die oft von männlichen Mitstreitern überschattet wurden. Zum Beispiel die der Markgräfin Mathilde von Tuscien. Sie war eine der mächtigsten Frauen des 11. Jahrhunderts und die Verbündete von Papst Gregor dem 7. Das war eine Kriegerin, die eine Armee hatte, die hat auch Kriege geführt. Aber sie spielt natürlich eine große Rolle im sogenannten Investiturstreit. Das ist dieses Sprichwort, der Gang nach Canossa. Das ist ihre Burg, auf der sie lebte. Es sind nicht die ersten Frauen, über die Martha Schad schreibt. Die Historikerin beschäftigte sich bereits zu jener Zeit mit bedeutenden Frauen, als Historiker Frauen nur beiläufig behandelten. Frau Schad war ohne Frage eine Pionierin auf diesem Gebiet. Und dass sie jetzt die Frauen im Vatikan entdeckt hat. Es hat ja noch niemand über diese vier Frauen gesprochen. Und auch ihre Grabmäler sind noch nie gemeinsam untersucht worden. Die Gebeine von Markgräfin Mathilde wurden übrigens erst 500 Jahre nach ihrem Tod in einer heimlichen Nacht- und Nebelaktion in den Vatikan gebracht, um dort schließlich erneut bestattet zu werden.